Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Im letzten Part haben wir ja dieses Banditenlager kaputt gemacht, aber ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und hätte nicht die Kiste looten sollen, denn es ist leider wieder auf der Karte. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin, aber nicht im heutigen Part. Ich werde euch dann gleich erklären, was wir im heutigen Part machen. Und falls euch mein Video gefällt, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, auf den Abo-Button zu klicken und das kleine Glöckchen zu aktivieren. Auf jeden Fall, wir starten in den Part und ich würde sagen, let's go. Also Leute, ich stehe jetzt hier bei dem Außenposten, den ich Stonehill genannt habe. Hier machen sie ja Bronzebarren und so und liefern das dann an meine Hauptstadt, sage ich mal. Und das klappt auch wirklich ganz gut mit den Bronzebarren. Ich muss also tatsächlich nicht unbedingt handeln. So wie ich es jetzt gemacht habe, ist es ganz chillig. Ich habe bei Woodstock, beim Holzfällerlager, habe ich noch eine kleine Bergbaustelle eingerichtet, wo sie dann Zinn abbauen. Und das wird dann dorthin geliefert, hier nach Stonehill. Und dann machen sie hier die Barren und die Barren liefern sie dann nach Lunetrier. Hört sich kompliziert an, ist es wahrscheinlich auch. Aber so habe ich auf jeden Fall meine Bronzebarren, die ich brauche. Und hier oben habe ich jetzt tatsächlich auch noch ein Holzfällerlager errichtet, beziehungsweise lasse ich gerade errichten. Ich muss jetzt auf jeden Fall kurz mal runterdüsen und denen noch die Bauhämmer geben, sonst können sie ja nichts bauen. Genau, warum errichte ich das jetzt da? Ja, weil ich einfach bei mir irgendwie nicht an Hartholz komme und es ist belastend. Sie müssen also hier quasi jetzt Hartholz abbauen und es dann nach Woodstock liefern. Die machen dann den Rest halt einfach da draus. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Jetzt düsen wir mal ganz schnell hier zu dem Lagerhaus. Und dann bekommen Sie auf jeden Fall hier schon mal die beiden Zimmermannshammer, Hämmer und schon mal ein Holzfällerbeil. Und dann muss ich halt später, wenn sie es fertig gebaut haben, noch gewisse Dinge einstellen. Ja, und was mich hier ein bisschen stört ist, dass sie tatsächlich auch immer in die Nähe von diesem Banditenlager hier laufen. Und natürlich dann verletzt zurückkommen und das möchte ich nicht. Deswegen müssen wir heute auf jeden Fall zu diesem Banditenlager und es wegmachen. Sonst ist hier aber tatsächlich nichts, was uns irgendwie Gefahr bergen könnte. Dann haben wir wieder eine Reclamation Party incoming für Bradford. Ich habe euch ja schon im letzten Part erzählt, dass das wahrscheinlich buggy sein muss, weil wir ja Bradford immer wieder zurückerobern oder beziehungsweise die Banditen halt besiegen, obwohl wir nicht dort waren. Jetzt reisen wir aber nach Hause und zwar zuerst mal ganz kurz dorthin. So, und jetzt stehen wir natürlich vor meinem Rathaus. Ihr kennt es alle schon. Ich habe tatsächlich jetzt hier schon mal ein paar kleine Häuschen hingebaut, damit ich das jetzt Stück für Stück von A nach B alles verlagern kann. Da hinten ist ja die Köhlerei, die haben wir ja schon im letzten, vorletzten oder übervorletzten, wie auch immer, Part gemacht. Hier entstehen jetzt gerade mal drei Lagerhäuser. Die Mühle war auch schon fertig. Dann habe ich da erstmal noch ein zweites Feld dazu gesetzt. Hier entsteht gerade die Bäckerei und da hinten habe ich mir diese Taverne hingebaut. Und was ich euch zu der Taverne fragen wollte, ist tatsächlich, ich kann ja nur hier am Kessel verwalten, was sie machen sollen. Aber können sie nicht mehr machen? Weil ich bin davon ausgegangen, dass es dann so ist, dass sie da auch getrocknete Pilze machen können, gebratene Pilze, also mehr oder weniger so alles. Aber wie es mir ausschaut, können sie nur das machen, was sie auch mit diesem normalen Kessel machen können. Und dementsprechend scheint mir die Taverne irgendwie useless zu sein. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und dann, wie spät haben wir es denn jetzt? 15.05 Uhr. Und eigentlich würde ich gerne den Winter überspringen, weil er mich nervt. Jetzt gehen wir aber auch mal rüber hier zum ursprünglichen Lunetrier und ich habe tatsächlich auch meine ganzen Lager sortiert. Ich habe hier, das ist zum Beispiel, da steht Essen, das ist das Ding für Essen. Dann habe ich eins für Steine, eins für Holz, eins für Tierfälle und so weiter. Das ist auch sehr gut. Jetzt ist wenigstens alles sortiert und ich weiß auch immer, wo meine Pfeile sind. Und ich habe tatsächlich auch schon Bronzepfeile in Auftrag gegeben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach, ob die schon fertig sind. Ja, einmal zumindest. Einmal ist besser als keinmal. Ich
pack die jetzt gleich mal mit ein, würde ich sagen. Und hier zweimal von den einfachen Pfeilen. Die drei heilenden Salben, die nehme ich natürlich auch mit. Und natürlich auch wieder ein paar Verbände. Wie viele habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah, ich glaube, 5 reichen eigentlich. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie die da in dem Lager drauf sind, weil es ist ja schon relativ weit unten, ne? Okay, dann, was habe ich noch gemacht? Sonst habe ich eigentlich nichts mehr gemacht. Ich dachte, den Rest machen wir dann tatsächlich auch irgendwie zusammen. Was mir jetzt eben noch fehlt, ist Harz. Und das kann ich ja noch nicht machen, weil ich ja noch keine Baumstämme habe, also keine Hartholzstämme mehr gerade aktuell. Deswegen will ich ja, dass die in Stonehill das fertig machen, damit wir von Stonehill hierher eben diese Hartholzstämme kriegen und wir endlich Harz machen können. Dementsprechend konnte ich auch noch nicht die heilende Salbe erforschen. Da fehlen mir jetzt noch 2 Harz. Und hier haben wir tatsächlich nicht mehr so viel, was wir erforschen müssen. Wir haben den robusten Falkion, den brauchen wir sowieso für Kalista. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, tun wir den doch einfach mal in die Forschungsbank und dann wird es schon werden. Oh, und es sind wieder einmal Bronzepfeile fertig. Sehr schön. Dann warten wir doch jetzt mal hier noch kurz ab und gucken dann vielleicht mal hier rein, ob wir noch irgendein Buch lesen können. Also Stärke, glaube ich, habe ich nicht mehr. Stärke ist auch das, was man irgendwie am seltensten bekommt. Ja, dann lies halt das. Okay, jetzt ist es mittlerweile auch schon 17.12 Uhr. Wir gehen hier gucken und da sind wieder Bronzepfeile. Dann tauschen wir das doch mal aus. Oder soll ich die dann doch lieber noch mitnehmen? Ich nehme die lieber doch als Reserve mit, nicht, dass mir sonst wieder die Pfeile ausgehen. Hoppala. Genau, und ja, dann gehen wir zu meiner immer noch T1-Hütte. Und warten, bis wir schlafen können. Und Otelin Dumfey ist unzufrieden. Ich glaube, Oteli ist einer, der in Stonehill wohnt. Genau. Und ich weiß auch, warum er die ganze Zeit unzufrieden ist. Oh, wenn ich es jetzt gerade sehe, wir müssen mal ganz kurz hier das anmachen, dass sie auch die Holzfällerhütte bauen. So schaut es nämlich aus. Der ist 100% unzufrieden. Weiß ich nicht, warum er unzufrieden ist. Die sind doch alle voll happy. Naja, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich ist es einfach ein alter Grießkram und das können wir dann natürlich nicht ändern. Ja, Leute, ich kann jetzt auf jeden Fall pennen gehen. Ich habe gerade gesehen, dass meine kleine Kamera irgendwie nicht an war oder doch, aber ich weiß es nicht. Werden wir im Video sehen, falls sie nicht da war. Jetzt ist sie auf jeden Fall da. Müsste man mal ölen. Seht ihr, und schon wieder steht da, you have defeated the Brigands. Also, es muss Buggy sein. Wir haben auf jeden Fall den nächsten Morgen und es schneit nicht mehr. Das heißt, einfach nur geil, wir bekommen wieder Frühling, Sommer und ja. Ich finde es echt gut, dass der Winter nur 2 Tage ist, muss ich wirklich sagen, weil so ungemütlich wie in Bellaride kenne ich keinen anderen Winter. So, Harry ist auf jeden Fall beim Erforschen. Uns fehlen jetzt noch 2 Kupferbarren. Weiß jetzt gar nicht. Wahrscheinlich habe ich hier keine mehr. Da muss ich dann auf jeden Fall nochmal gucken. Ich habe jetzt mal noch 2 in Auftrag gegeben. Guck mal nochmal ganz kurz ins Inventar. Wir haben ja eigentlich alles dabei. Soweit, so gut. Dann brauche ich natürlich wieder was zum Mampfen, bevor wir uns dann tatsächlich auf den Weg zu diesen blöden Kackleuten begeben. Jetzt habe ich natürlich hier, kann ich einmal das mampfen. Fleischeintopf ist auch gut. Und was fehlt mir denn jetzt noch? Ausdauer wäre nicht schlecht. Was gibt mir denn viel Ausdauer? Naja, also 23, 20, 18. Dann esse ich jetzt nochmal hier so ein Stück gekochtes Fleisch und dann sollte das eigentlich passen. Juti. Ach genau, was ich vergessen habe, euch noch zu sagen. Ich hatte mal wieder so ein paar Münzen, bin mit den Münzen hier runter nach Horndin. Ne, Quatsch, ich lüge euch schon wieder an. Ich bin nach Blackridge Pool und habe es dort abgegeben bei dem Ältesten und habe jetzt da auch den Beschützer und auch quasi dann die Quest bekommen, dass wir Blackridge Pool jetzt auch befreien können. Also das ist dann auch was, was wir auf jeden Fall in den nächsten Parts anpacken. Wir gehen jetzt mal hier runter und düsen natürlich dorthin, aber das möchte ich kurz zuerst als Wegpunkt.
Ach nee, sind das jetzt wirklich diese Türme da oben? Auf die habe ich ja gar keinen Bock, ey. Naja, was soll's. Wird schief gehen wie immer, ich sehe es jetzt schon kommen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, beim letzten Mal war es eigentlich gar nicht so schlecht, was ich da gemacht habe. Gibt's zu. Und da oben kreisen schon die Geier, weil sie wissen, dass es jetzt gleich Festmahl gibt. Muhaha. Hey, was ist denn das? Da unten war ich, glaube ich, auch noch nicht in die Richtung, oder? Nope. Oh, und da sehe ich schon, wie viele da sind. Hey, warte mal, was ist er für eine? Ups, ja, das war natürlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich wissen, was er für eine ist. Achso, der will nicht sprechen, okay. Ja, ich brauche mal wieder was, wo ich raufflüchten kann. Hey, spring doch da rauf. Liebes Kind, wollte ich schon sagen. Kannst du da nicht hoch? Doch, super. Ich habe hier bloß einen Bogenschützen. Der jetzt wieder hier dumm hin und her rennt. Verpieselt dich. Oh, jawohl, noch einmal. Scheiße. Okay. Sehr schön. Schieße ich jetzt eigentlich mit den Bronzepfeilen oder mit den anderen Leuten? I don't Knopf. Kommt mal her. Naja, ich treffe ihn wenigstens. Zwar nicht viel, aber immerhin. Bleib halt stehen. Kommt halt her. Ist doch alles fein. Was rennt ihr denn wieder rum wie so blöde Hummeln? Okay, den habe ich gut getroffen. Aber hier treffe ich ihn nicht mehr, oder? Doch. Scheiße. Warum rennen die ganze Zeit so behindert in der Gegend rum? Naja, ich mach das schon, Leute. Ah, oder auch nicht. Du Kackarsch. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ja gut, dann warten wir halt. Ist ja kein Problem. Alter, fall um, du. Er muss sich immer bewegen, wenn ich ihn anschieße. Ja, danke, echt. Oh ja, und er natürlich auch. Oh. Leute, das sind mir Sacksteiger, aber sowas von. Kommt halt her, ich bin doch hier. Könnt ihr euch nicht einfach hinstellen? So. Warte mal, das ist einer von mir. Wer steht denn da? Du. Die kommen hier nicht hin. Das ist das Problemchen, was ich sehe. Boah, du Drecksau. Kann ich mich irgendwo anders hinstellen? Aua, verpiss dich mal. Vielleicht hier? Ja, sehr schön. Das ist schon deutlich chilliger. Wo möchtest du jetzt hin? Also sag mal. Okay, passt. Wo ist die doofe Fahne? Die muss weg. Ich hab's nicht geplündert. Leute, ich hab es nicht geplündert. Wieso kann ich diese blöde Fahne nicht nehmen? Ihr habt's doch gerade gesehen. So, und jetzt habe ich den Käfig geöffnet. Und er steht aber trotzdem draußen, so hässlich. Is there anything I could help you with? Ich fürchte, ich habe im Moment nichts, was du tun könntest, okay? Ja, schade. Ihr habt ganz genau gesehen, dass ich es nicht geplündert habe. Jetzt habe ich es geplündert. Also, was soll denn der Mist schon wieder? Weh, das ist jetzt beim nächsten Mal dann wieder da. Okay, haben wir dann sonst noch irgendwas? Die ganzen
Überreste muss ich mir noch angucken. Da ist wieder lecker Foodie. So, dann da. Jetzt hat auf jeden Fall erstmal mein Tübi auch seine Ruhe und ich habe wieder zu viel im Inventar. Sehr schön. Haben wir das erledigt? Dann kann ich mal da hingehen, weil ich bin ja so freundlich. Und das müsste auch der sein, der sich beschwert hat. Bleib mal da. Komm, ich untersuche dich mal. Ja, dir geht's nicht gut, gell, weil du halt Ding. Ich gebe dir mal 2 Verbände, dann kannst du dich heilen, falls es ist. Aber das Lager ist natürlich jetzt auch mal wieder nicht auf der Karte. Ich gehe aber stark davon aus, dass es beim nächsten Mal wieder da sein wird. Und ihr schreibt mir mal in die Kommentare, warum ich schon wieder die Fahne nicht nehmen konnte, Mensch. So, was haben wir denn jetzt hier Feines? Hier ist eine Kiste, die ist aber schon offen. Das finde ich nicht in Ordnung, Leute. Wer hat denn das geplündert? Oder kann ich einfach hier nichts plündern? Vielleicht hat es auch mein Typi schon geplündert. Ich weiß das nicht. Ja, coolo Bambulo, dann haben wir ja das jetzt auch gemacht. Und dann ist ja hier erstmal nichts mehr weiter in der Nähe, bis auf dieses Brigantengefängnis. Aber das stellt ja keine Gefahr für uns dar. Könnten wir denn noch machen, wenn wir gerade schon dabei sind? Könnten ja mal hier oben auch gucken. Weiß nicht, vielleicht das mittelständische Banditenlager uns mal anschauen. Wir drücken auf F und was habe ich jetzt gesagt? Ja, welches machen wir denn jetzt? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Mich stören alle hier oben. Wisst ihr was? Wir gehen dahin. Bewaffnen wir uns schon mal mit dem Bogen. Ich habe jetzt zwar nicht ganz so viel Gesundheit, aber das ist jetzt hoffentlich nicht ganz so schlimm. Wir werden es ja sehen. Und da hinten im Wald, da warten sie schon. Jetzt muss ich mir da natürlich auch wieder... Ich meine, ich hatte im letzten Lager Glück, dass tatsächlich nur ein Bogenschütze da war. Das war natürlich easy peasy. Jetzt müssen wir uns halt hier auch wieder ein Plätzchen suchen, wo ich vielleicht raufgehen kann. Und sie haben mich natürlich schon entdeckt. Oh, wow. Es sind ein paar mehr Bogenschützen. Scheiße. Alter. Ah, scheiße, das klappt nicht hier oben. Muss kurz weg. Scheiße. Und ich habe noch auf die 5 gedrückt, aber ich war nicht schnell genug. Mist. Ach Leute, ich weiß gar nicht, von was ihr redet. Ich bin ganz plötzlich wie durch Geisterhand wieder auferstanden. Ist es denn die Möglichkeit... jetzt muss ich mal schauen. Ey, ja, cool. Aber da sind mir gerade zu viele, das ist, verwirrt mich. Nein, verpiss dich. Die sind auch so verdammt schnell. Ich brauche einen Stein. Hallo, Stein. Please go rauf on the Stein. Looking for trouble? Hier, den kann ich doch vielleicht erwischen. Ja, aber auch nur vielleicht, ne? Wo liegt er denn? Der Beutelchen. Also, die könnten sie auch mal größer machen. Was haben wir? Arbeiter und Bogenschießen. Okay. Ach, dann rennen wir doch mal hierher und schießen mal rein und triggern die guten Stuten. Wow, die haben halt ein paar mehr Bogenschützen, ne? Okay, ich muss leider wieder weglaufen. Beziehungsweise ich kann ja nochmal hier so im Kreis laufen. Und einfach hoffen. Was brüllst du mich denn jetzt halt so an? Beziehungsweise, was heißt hoffen? Ich kann hier... Vielleicht kann ich auf den Wagen. Oh, no. Ha, verhauen, du Kacke, Lappen. Ja, genau. Stell dich am besten darauf. Genau, super.
muss einfach schneller sein als er. Tschüss. Cool. Wo ist denn der andere Bogenschütze? Da hinten. Oh, wow. Dann du. Wenn sie halt einfach stehen bleiben würden. Du kommst weg. Du kommst weg. Leute, guckt euch das mal an. Seid ihr stolz auf mich? Du kommst weg. Wenn du mal bleiben würdest. Komm schon, ich will euch einfach nur umnieten. Also ich treffe, aber dann sind sie irgendwie wieder weg. Wo ist denn der andere hin? Okay, ich glaube, der eine ist umgefallen. Ach. Stell dich auf deinen Platz. So. Wo steht der andere Hayopai? Da. Oh, das war knapp. Nein, nicht wieder weglaufen. Nice. Haben wir das also auch geschafft. Kann ich hier die Fahne nehmen? Nein, Ball bereits geplündert. Ist es vielleicht... Hoppala. Ist es vielleicht, wenn ich einfach in das Lager reinlaufe, dass es dann quasi schon als geplündert gilt? Oder wie ist es? Super duper. Dann schauen wir uns alles an. Übrigens, was ich euch auch noch fragen wollte. Mich hat ein Zuschauer gefragt, ob ich weiß, wo man die Moltenbeere findet. Und ich weiß es aber leider nicht. Also falls ihr es wisst, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Oh, Tagebuch eines königlichen Bastards. Das nehmen wir mit. Und sonst, was gibt's hier noch? Ach, ich wollte eigentlich die Fahne beanspruchen. Hier ist nichts mehr. Dann müssen wir jetzt hier noch überall die Überreste aufsammeln, beziehungsweise bin ich schon wieder voll. Dann schmeißen wir natürlich mal wieder die einfachen Pfeile raus. Und ja, sowas wie rote Beete kann eigentlich auch raus. Und Cranberry, weil davon habe ich ja daheim wirklich mehr als genug. So, Geld nehmen wir natürlich mit. Dann schauen wir mal. Hier liegt noch ein Beutelchen. Auch Kohle. Da hinten habe ich irgendjemanden umgenutzt. Irgendwo hier. Und dann ist nur noch hier vorne eins. Da. Merlins Überreste. Ja, nice. Dann können wir doch vielleicht auch gleich noch zu dem gehen. Wobei, es wird dunkel, gell? Ist natürlich scheiße. Nee, dann vielleicht tatsächlich lieber erstmal nach Hause. Und ich muss mich ja auch wieder leer machen und so. Oder wir machen das im nächsten Part und schauen jetzt nochmal, was daheim so passiert ist. Vielleicht, ich bin ja mal gespannt, wann sie das Holzfäller-Ding endlich fertig haben. Wo ist das Schild? Da hinten. Und den robusten Falkion, den muss ich auch noch irgendwie finden. Nee, Quatsch, den habe ich ja jetzt in Auftrag gegeben. Es ist der heimliche Dolch. Okidoki, dann sind wir zu Hause, tun wir erstmal das Essen weg, damit die sich da auch dran bedienen können. Ich bin ja kein Ego. Chaka. I'm working. Und den Rest hauen wir auch da rein, weil die räumen es ja sowieso auf. So. Ja, sehr schön. Dann gehen wir jetzt kurz schlafen und dann schauen wir uns nochmal an, ob tatsächlich irgendwas Fortschrittmäßiges passiert ist oder halt eben nicht. Och nein, und es sind schon wieder 5 Tage nur bis zum Winter. Gut, wir haben auf jeden Fall Lieferungen bekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob mein Auftrag, denn die 2 Kupferbarren zu machen, erfüllt wurde oder nicht. Hier sind sie auf jeden Fall nicht.
Und wenn ich jetzt dir bei Lieferungen schaue, dann sind sie auch dort nicht. Okay, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie ja quasi gerade dabei sind, das Ding zu bauen. Das Holzfällerlager. Aber halt erst 35% abgeschlossen. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal hier einen Eisenhammer mit, weil ich die Befürchtung habe, dass tatsächlich das Ding kaputt sein könnte, die beiden Werkzeuge. Deswegen gucken wir jetzt da noch mal kurz hin, aber ich brauche was zu essen. Für Ausdauer. Hier, gib 75 Ausdauer. Ach so, aber das habe ich schon. Gibt 70. So, dann legen wir mal den Eisenhammer und diese Holzschleuder hier rein. Und dann werden die schon. Ach, wartet mal, ich kann doch einfach. Hey, ach so, hier ist Kupfer. Wieso haben sie eigentlich kein Holz geliefert bekommen? Das finde ich jetzt natürlich schon wieder total bescheuert. Weil vielleicht können sie deswegen nichts machen. Aber eigentlich ist es so eingestellt und eigentlich hatten sie bisher auch immer Holz bekommen. Also weiß ich jetzt schon wieder nicht, was da das Problem war. Naja, ist wurscht. Sie haben auf jeden Fall den Hammer und sie werden mit ziemlicher Sicherheit das Ding da oben auch fertig bauen. Das werden wir dann aber im nächsten Part sehen. Und deswegen, ja, war ereignisreich heute. Ihr habt wieder ein paar Sachen gesehen. Wir haben zwei Dörfer, zwei Lager ausgelöscht. Und ja, in dem Sinne machen wir dann wieder Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Part. Bye, bye.